Ja, hallo hier aus Arizona. Wir sind beim BMW M2 G87, die zweite Generation, jetzt mit 460 PS, 550 Newtonmeter Drehmoment. Aber die technischen Eckdaten, die kennen wahrscheinlich die meisten schon. Wir wollen schauen, wie fährt er, wie lässt er sich hier auf den Strecken an. Und das machen wir jetzt gleich, deswegen gehen wir gleich rein ins Auto. Wir nehmen nicht den roten, der hat zwar auch eine sehr schöne Farbe in dem Toronto Rot, aber der hat die Achtgangautomatik. Und wir schauen uns jetzt lieber mal den blauen an, denn der hat in diesem Fall das 6-Gang-Handschaltergetriebe. Und ich glaube, das macht uns noch ein bisschen mehr Spaß. Bis gleich, wir sehen uns an Bord. So, hallo, jetzt sind wir hier an Bord des M2 und haben auch ein paar kurvige Straßen vor uns. Und jetzt werden wir mal ein bisschen losfahren, damit wir mal sehen, was der so kann, auf kurviger Strecke. Und was man sofort merkt, ist, dass hier M groß geschrieben wird. Das ist nicht so indirekt wie der M240i, der ja auch schon auf dem hohen Niveau unterwegs ist, sondern wirklich nochmal eine andere Stufe, selbst schon in den komfortablen Settings. Aber wenn ich dann hier den M2-Modus aktiviert, beziehungsweise je nachdem wie er konfiguriert ist und damit dann auch MBM aktiv ist, dann wird es nochmal ganz anders. Lenkung direkter, Gaspedalannahme super direkt. Und hier geht dann schon richtig was. Was halt wirklich Spaß macht, man hat sofort Vertrauen, es ist einfach ein M, wie er im Buch steht. 50-50 Gewichtsverteilung, natürlich Hinterradantrieb, ein richtig starker Reihen, 6 Zylinder, nun mit 460 PS. Muss man nicht viel dazu sagen, mehr Leistung als im alten M2 CS. Nicht ganz so viel wie in M3 und M4, aber ich glaube, hier fehlt nichts. Also, dass hier jemand sagt, Mensch, ich brauche hier ab Werk noch mehr Leistung, glaube ich eher selten. Und wenn man jetzt hier unterwegs ist auf einer Strecke, gerade nicht gut einsehbar, da kann man schon richtig Spaß haben. Jetzt haben wir hier den manuellen, das Handschaltgetriebe. Ist natürlich eine wunderbare Sache, dass es das nochmal gibt. Macht ganz anders Spaß als die Automatik, logisch. Wer das mag, wer es nicht mag, greift zur 8-Gang-Automatik. Aber was hier wirklich schön ist, ich habe im Head-Up-Display die Anzeige zum Drehzahlmesser und kann also insofern immer sehen, wo ich mich gerade bewege. Weiß also auch, wo ich schalten muss und kann das Drehzahlband wirklich komplett ausnutzen. Und erleichtert natürlich auch das Handschalterfahren nochmal. Was auch super ist, ist, dass der Motor natürlich ein unheimlich breites Drehzahlband hat. Das kennen wir ja schon vom S58, auch aus anderen Baureihen. Aber ist auch hier so, also ich sag mal, wer wirklich zügig unterwegs sein will auf einer Landstraße, der braucht kaum mehr als einen zweiten und dritten Gang. Das reicht völlig, weil er einfach so viel Kraft hat. Aber man kann ihn auch bequem im vierten Gang fahren. Er hat da ja auch genügend Drehmoment. Ihr hört jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen was vom Sound. Das ist so verkehrt nicht. Der Reihen 6er klingt natürlich nicht mehr ganz so brachial, wie er das früher mal durfte, weil eben die Gesetzgebung das nicht mehr erlaubt. Aber trotzdem animiert er richtig zum Fahren und ist schon durchaus präsent, kann man nicht anders sagen. Ist eine andere Nummer als in dem M240i. Und was auch sehr schön ist, ist eben die Anpassung der Drehzahl je nach Gang, also sprich ich lege den dritten Gang ein beispielsweise und die Motordrehzahl wird automatisch angepasst, so dass man den Gangwechsel harmonisch vollführen kann. Das ist super. Wer das nicht mag, kann es natürlich auch deaktivieren und quasi sagen, ich möchte selber und hat dann die Option, wirklich alles selber zu machen. Dafür bieten sich auch diese M-Setups bzw. der M-Mode an. Hier kann ich mit einem Knopfdruck quasi alle Einstellungen treffen. Und wenn ich zum Beispiel im M-Mode auf Track, den Track-Mode gehe, dann habe ich überhaupt keine Probleme mehr und habe sämtliche Einstellungen auf maximalen Fahrspaß. Ja, da kann man dann wirklich auf Knopfdruck hier den M2 voll auskosten. Was er nicht so gut kann, das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen, ist übertriebener Komfort. Keine Frage. Also das Auto will wirklich vom ersten Meter an gefahren werden, will richtig Spaß machen und maximaler Komfort gehört da einfach nicht dazu. Sprich, wer das Auto fahren will im Alltag, der muss sich schon darüber im Klaren sein, dass er hier einen M fährt und eben keinen M240i. Thank you.
der Handschalter tatsächlich Aufpreis kostet, ist auch eine interessante Geschichte. Ne? Das war ja früher immer so, dass der Handschalter das Standardgetriebe war und dann eben für die Automatik Aufpreis verlangt wurde. Das ist heute anders. Das sieht man dann eben auch hier beim M2, wo die Automatik-Serie ist und tatsächlich für den Handschalter 500 Euro Aufpreis zahlen sind. Wer das mag, wird das liebend gerne tun und bekommt eben einen knackig abgestimmten Handschalter, der richtig schön direkt ist und ein Fahrgefühl vermittelt, wie es eine Automatik einfach nicht kann. Ich habe das Gefühl, wenn man ihn jetzt vergleicht mit einem M3, M4, ist er noch ein bisschen giftiger, noch ein bisschen agiler um die Hochachse und das macht richtig Spaß. Ist aber auch so, dass man ein bisschen aufmerksamer sein muss, sprich die Langstreckenqualitäten sind andere. Aber dafür ist er halt auch noch mal ein bisschen frecher, ein bisschen krasser drauf als der M3, M4. Noch ein bisschen jünger, verdorbener und spielt diese Rolle super. Man muss ja auch sagen, dass M3, M4 inzwischen ein Niveau erreicht haben in Sachen Querdynamik, das fast schon irre ist, wenn man es mit dem F82 vergleicht, der ja auch nicht gerade langsam war. Und wenn man jetzt hier mal eine Prognose abgeben will in Sachen Rundenzeiten, dann ist schon klar, dass der noch mal näher an dem M3, M4 dran ist als der F87 im Vergleich zu dem damaligen M3, M4, F80, F82. Und ich glaube, wer den F87 mochte, der kann sich hier bei dem Auto kaum zurückhalten. Das ist, macht richtig Freude. Klar ist er deutlich schwerer, aber er hat dafür auch wesentlich mehr Steifigkeit. Wir haben jetzt hier auch das Carbondach installiert, sieht man natürlich nicht von innen. 6 Kilo spart das ein, kostet Aufpreis. Ob man das braucht, muss jeder für sich entscheiden. Ist natürlich auch optisch eine interessante Frage. Bereitet einfach Freude, glaube ich, bei jedem Hinsehen. Wir fahren ihn jetzt gerade hier in Sanford Blue. Wir hatten ihn ja gerade auch schon von außen gesehen. Und die Farbe ist im Moment exklusiv für den M2, wird das auch bleiben. Zumindest für den Moment. Früher oder später wird sie dann sicherlich über Individual auch für andere Modelle verfügbar sein. Aber wer wirklich einen Hingucker will, der macht mit der Farbe auch keinen Fehler. Wir sehen ja auch einige Fahrzeuge in dem Toronto-Rot. Auch das steht im M2 richtig gut. Die Front und auch das Heck sind wesentlich anders als der M240i. Gerade die eigenständige Niere ohne Rahmen macht natürlich nochmal ganz anders Eindruck als die Niere des M240i, die auch speziell ist. Und da kann man wirklich sehen, der M2 macht auch optisch was her und er ist sicherlich ein würdiger Abschluss für diese Geschichte des M2, wenn man das so sehen will. Die hat ja schon mit dem 2002 Turbo begonnen, also starke Kompaktsportler von BMW gibt es ja nun wirklich schon seit Jahrzehnten, aber dann sicherlich mit dem 1er M Coupé nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Und der M2 F87 war mit rund 60.000 Einheiten der meistverkaufte M im High-Performance-Segment aller Zeiten. Das heißt also, das Konzept, dieses Rezept, das funktioniert einfach super. Möglichst viel Fahrspaß in möglichst kompakter Hülle und das zu einem relativ günstigen Preis verglichen mit M3, M4. Das ist eine Rezeptur, die verliert, glaube ich, ihren Reiz nicht. Jetzt haben wir hier auch den letzten M ohne Elektrifizierung, sprich alle anderen künftigen haben mindestens ein 48 Volt Bordnetz. Das hat man hier ganz bewusst weggelassen. Fehlt auch nicht, glaube ich. Also wer jetzt den Eindruck hat, klar hätte man mit dem 48 Volt Bordnetz noch mal 200 Newtonmeter mehr Drehmoment, aber man hätte auch noch mal etwas mehr Gewicht. Ich glaube, das Drehmoment fehlt im M2 nicht. Wenn man den hier fährt, vermisst man sicherlich keine Leistung. Und das lässt sich schon sehr gut auch ohne 48 Volt Bordnetz hier alles aushalten. Die Straßen sind ja nicht überall die allerbesten, aber gut, das kennt man ja in Deutschland auch.
So, jetzt haben wir jemanden vor uns. Das gibt uns die Gelegenheit, noch mal kurz anzuhalten und mal kurz die Launch Control auszuprobieren. Auch die ist noch mal verändert worden, insofern, dass man auch mit dem Handschalter sehr einfach in die Launch Control kommt. Also sprich, wer sich hier zum Beispiel den M2-Modus so konfiguriert, dass er die M-Dynamic-Mode vom DSC gleich drin hat, der muss quasi nur noch über den M-Mode hier in den Sportmodus wechseln von Rode. Und sobald er dann steht und ein bisschen mit dem Gas spielt, schaltet sich quasi auch die Launch Control schon ein, ist bereit, bietet sich quasi an und dann kann man hier starten. Kleinen Moment brauchen wir gerade noch, aber jetzt können wir mal losfahren. Wie gesagt, 460 PS und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen mit dem Gaspedal spiele, jetzt mal rückwärts, sorry, bergauf, aber nun. Wenn man hier ein bisschen mit dem Gaspedal spielt, bietet sich die Launch Control gleich an. Und man kann dank des Head-Up-Displays wirklich die Gänge super rausfahren. Die 100 erreicht man im zweiten Gang easy. Das heißt, wer jetzt hier Wert legt auf solche Disziplinen wie 0 auf 100, der braucht auch nur die ersten beiden Gänge dafür. Gut, ob das jetzt die Paradedisziplin des Fahrzeugs ist, sicherlich nicht. Da gibt es schnellere. Klar, wir haben hier in Anführungsstrichen nur Hinterradantrieb und eben keinen Allradantrieb. Ob man das braucht, muss jeder für sich entscheiden, ist glaube ich ähnlich wie bei der Achtgangautomatik. Wer Lust hat auf einen richtig puristischen, knackigen Sportler, der mit kompakten Abmessungen und aber auch einem brachialen, optischen Auftritt wirklich vermittelt, worum es bei BMW eigentlich schon immer am meisten ging, Freude am Fahren und kompakte, sportliche Autos, der wird hier weder Allradantrieb noch Achtgangautomatik vermissen. Ja, so sieht's aus. Jetzt ist nochmal gerade hier. Kann man noch mal kurz die 0 auf 100 fahren und dann sind wir auch schon so weit durch fast. Jetzt gibt es mal einen kleinen Soundcheck hier. Wir sind jetzt im MDM Sportmodus und haben auch die Klappe offen hinten und ja, ich glaube man hört, dass der Reihensechser hier arbeiten will. Und dann lassen wir ihn nochmal arbeiten. Glaube ich auch schon durch hier mit den wichtigsten Sachen und wir machen uns jetzt noch ein bisschen neue Eindrücke vom Rest des Fahrzeugs, was es so auch auf Langstrecke kann, wenn wir hier etwas längere Autobahnen fahren und das steht dann alles im Fahrbericht auf Bimmer Today natürlich. Was auch auffällt im Vergleich zu anderen aktuellen BMWs ist hier der iDrive Controller, denn die Tasten drumherum, die sind jetzt nicht mehr so richtig physisch zu drücken, also die lassen sich noch so minimal ein Millimeterchen vielleicht reindrücken, aber eigentlich berührt man die nur noch. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man nicht dieses haptische Feedback kennt, wie man es bekommt, wie man es eigentlich kennt. Aber ist glaube ich auch eine Sache, an die man sich sehr schnell gewöhnt hat, wenn man dann einmal weiß, dass es funktioniert. Wer jetzt zum Beispiel vom F87 wechselt, muss sich natürlich daran gewöhnen, dass er jetzt hier ein großes Curve-Display hat. Das fällt leicht, da hat man sich sehr schnell dran gewöhnt. Was vielleicht einen Tick länger dauert, ist, dass deutlich weniger Knöpfe da sind. Also wir haben kaum noch Knöpfe, selbst für so Standardfunktionen wie beispielsweise eine Sitzheizung, muss ich ins Menü, also gut, das geht hier schnell, ich drücke unten auf Climate-Menü am Curve-Display und dann habe ich sofort das Klimamenü und kann zum Beispiel die Sitzheizung aktivieren, deaktivieren. Ich kann die natürlich auch programmieren, kann immer sagen, okay, immer wenn ich unter 10 Grad Außentemperatur bin, schalt bitte die Sitzheizung ein in der und der Stufe, wie man es aus anderen aktuellen Modellen kennt. Aber einen Knopf dafür gibt es zum Beispiel im Vergleich zum 3er Pre-Facelift oder auch eben zum F87 nicht mehr. So, das war's, glaube ich. Wir müssen zurück zum Parkplatz. Und ich glaube, wir konnten trotzdem ein paar erste Eindrücke vom M2 liefern. Und ausführlicher wird es dann natürlich schriftlich. Bis dann. Ciao.